Willkommen an Bord, Sir. Wie sehen die aus? Ich habe gehört, einige sehen aus wie wir. Unsinn, ich habe sie gesehen. Sie sehen aus wie, ich weiß nicht, wie Monster oder so. Verlaufen? Die Bereitschaft ist da. Hallo, Agent Carter. Ja, Direktor. Ich sag's ihm gleich. Der Alte hat gerade angerufen. Er sagt, einer von den Wissenschaftlern läuft aus dem Ruder. Er ist verschwunden, zusammen mit einem von ihm erforschten hochexplosiven Sprengstoff. Falk glaubt, er ist durchgebrannt? Kann sein, aber wir dürfen keine Panik riskieren. Nils sucht nach ihm, aber sie müssen ein Team zusammenstellen, um ihm zu helfen. Schnell und unauffällig. Kommen Sie, Will. Stellen Sie ein Team zusammen. Keine Alleingänge mehr. Es ist uns allen eine Ehre, aber der Direktor hat sich nicht sehr klar dazu geäußert, was wir denn tun sollen. Im Grunde selbst, womit Sie vertraut sind. Sie sind alles erfahrene Field Agents. Von daher sind Ermittlungen und Bergungseinsätze in feindlicher Umgebung nichts Neues für Sie. So ist es. Wir sind die Besten. Das Ganze wird die ganz normalen Risiken. Wie immer bei Feindeinsätzen. Ja, aber Direktor Falk sprach mir von ungewöhnlichen Subjekten. Ja. Sie könnten anders sein, als das, was Sie gewohnt sind. Sie meinen, es geht nicht gegen die Roten? Also, nach wem suchen wir? Wir vermuten, wir haben einen neuen Staatsfeind entdeckt. Wir werden die exakte Struktur dieser Organisation aufdecken. Ah ja, verstehe. Glaube ich. Uns können Sie gegen jeden ins Feld schicken, Sir. Ja, sicherlich. Das ist eine Liste der verfügbaren Agenten. Falk hat alle möglichen Leute von allen möglichen Behörden zusammengetrommelt. Spezialisten. Besten ihres Fachs. Ach so. Okay. Nehmen wir den Sunny, den Techniker mit, den Soldaten und den Scharfschützen oder Aufklärer lassen wir mal da. Wobei... Ich bin dem Agenten zum Leichenraum gefolgt. Da kommt er nicht raus. Warten Sie auf mich, Nils. Ich helfe Ihnen. Ich warte, solange es geht. Aber wir dürfen ihn mit diesen Sprengsätzen nicht entkommen lassen. Ich bin gleich da. Carter, gehen Sie durch die Waffenkammer und dann links zum Lift. Ich schicke Ihnen ein Team. Verdammt, Nils, warten Sie!
Agent Mills ist da drin. Er hat uns alle rausgeschickt. Ruhig bleiben. Ich mach das. Wo hat er die denn die ganze Zeit gehabt? Wow, wie viel Blut ist das denn bitte? Oh Gott, Nils! Warum tötet ihr Nils? Warum greift ihr unsere Welt an? Ihr versteht nicht. Dies ist nicht mehr eure Welt. Aber ihr werdet es lernen. Mosaik lehrt es euch. Was zum Teufel ist Mosaik? Mosaik ist die Wahrheit, die die Menschheit erfahren wird. Nur schade, dass sie das nicht mehr erleben werden. Tja, ich kenne noch eine andere Wahrheit. Und wie lautet die? Die sind umstellt. Helfen Sie mir, verdammt! Durchhalten! Ich gehe rein! Geben Sie ihm den Rest! Abbrechen! Wir sind den Phantombrennen wieder auf den Bein. Ran an den Feind! Danke, das war bitter nötig. Alter, so! Einstellen, Jungs. Leben ist der wertvoller für uns. Los, sperren wir ihn ein. Ich habe den feindlichen Agenten, Fogg. Lebend. Gut gemacht. Melden Sie sich mit Agent Nils bei. Nils ist tot. Ich sagte ihm, er soll auf Verstärkung warten. Aber er ist ohne mich los. Verstehe. Kommen Sie in den Zentralstab. Es gibt Arbeit. Ja, Erfolg gehabt? Ja.
Hab ihn erwischt. Das ist doch gut, oder? Nils. Er ist tot. Verdammt. Ich hätte dabei sein sollen. Hören Sie, ich muss aufbrechen. Der Direktor schickt uns auf eine Erkundungsmission. Wenn ich wieder da bin, trinken wir einen Schluck auf Nils. In Ordnung. Viel Glück, Agent De Silva. Ich brauche kein Glück. Und nennen Sie mich Nico. Will. Na Jungs, ihr fahrt gerne Aufzug. Schon wieder ein Kurzschluss. Wir sollten ihm da vorne Lektion erteilen. Ich fasse es immer noch nicht, dass wir gegen grüne Marsmenschen kämpfen. Sie sind nicht grün und sie sind nicht vom Mars. Solange man auf sie schießen kann, ist es noch nicht ganz aussichtslos. Das machen wir, alter Mann. Was kann ich denn für Sie tun, Agent? Wie sieht's mit Waffen und Munitionsbeständen aus? Kleinwaffen haben wir mehr als genug, aber zu wenig schwere Waffen. Ich denke aber, wir sollten vorerst hinkommen. Danke, das war's erstmal. Machen Sie guten Gebrauch davon, Agent Carter. Ich wollte kein Gelaber, ich wollte Munition. Hey, Sie sind auch Carter. Schön, Sie an Bord zu haben. Fleißig beim Training, Agent? Na klar. Testen Sie gerade etwas? Hey, haben Sie Lust auf einen kleinen Wettkampf? Vielleicht. Was schwebt Ihnen vor? Die Ziele leuchten nacheinander auf. Jede Wette, dass ich sie vor Ihnen treffe. Und starten. Verdammt! Oh Mist! Verdammt! Oh Mist! Verdammt! Oh Mist! Ach, das Licht hat mich geblendet. Ich hätte meine Mütze aufsetzen sollen. Bereit zum Dienst, Agent? Allzeit bereit zu allem. Das ist mein Motto. Bereit, das im Einsatz zu beweisen? Ich kann's kaum erwarten, Sir. Machen Sie sich auf einen neuen Krieg gefasst. Darauf bin ich schon lange gefasst, Sir. Da sind Sie ja, Agent Carter. Einen kleinen Moment bitte. Wenn Sie kurz Zeit hätten, ich bin Dr. Heinrich Dressner. Ich habe Sie schon erwartet. Sehr freundlich, aber ich muss schnell zu... Ich versichere Ihnen, Mr. Falk wird sich freuen, dass wir uns unterhalten. Schließlich brauchen wir neue Waffen für diesen Krieg und in meinem Labor werden sie gebaut. Jede Waffe, die Sie aus Einsätzen mitbringen, wird studiert und für Sie umgebaut. Sie wissen viel über die Outsider und ihre Technologie? Ich arbeite schon fast so lange für Mr. Falk, wie er ihre Existenz vermutet. Und seit dem Angriff hatte ich so viel mehr Material zu studieren. Kein Grund zu überschwänglicher Freude. Wir haben dabei viele gute Leute verloren. Und eben noch einen. Tut mir leid, William. Ich möchte wie Sie weitere Verluste verhindern. Ich wollte Ihnen das hier geben. Unsere erste Entdeckung. Okay, aber was ist das? Nein, nein. Das Venn-Armband ist für Nahkampfattacken ausgelegt, um Ihre Schläge zu verstärken. Gegen ein verletztes Ziel ist seine Wirkung verheerend. Aber noch wichtiger, es kann modifiziert werden, um Outsider-Waffen zu adaptieren und zu nutzen. Das hätte mir vor ein paar Minuten weitergeholfen. Ah, aber man kann ihnen nicht einfach nur die Waffe abnehmen. Zuerst müssen sie eine finden, die noch nicht auf die feindliche... Jede Minute, die wir verschwenden, kann Leben kosten. Verzeihung, William. Nehmen Sie das Armband. Ich sage Bescheid, wenn es uns helfen kann. Danke, Doc. Und vielleicht bringt unser nächstes Forschungsobjekt einen weiteren Durchbruch. Entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss den Direktor sprechen. Danke, William. Kommen Sie jederzeit wieder. Dr. Heinrich Dressner, 1934 bis 1945 im Dienst der deutschen Waffenentwicklung, wurde im Operation Paperclip an die USA, naja, sagen wir mal, abgeworfen, bei Nacht und Nebel und eingetretener Tür und der Möglichkeit mitzukommen oder in vorläufigen Ruhestand zu gehen.
Ja, Sir. Danke für die Information. Gehört zum Job. Agent Carter, Ihr Bericht. Der Drecksack hat Nils erwischt. Sowas darf nicht passieren, Falk. Nils ist tot. Wir haben Glück, dass es nicht noch schlimmer kam. Der Verlust von Agent Nils wird die Organisation sehr schmerzen. Aber im Moment haben wir größere Probleme. Sein Verlust? Verdammt, wir müssen diese Dreckschweine aufhalten. Und zwar möglichst sofort. Verstehen Sie das? Beruhigen Sie sich, Agent. Wir sind uns alle einig, dass Sie gestoppt werden müssen. Es wird das Beste sein, Dr. Alan Weir von der Rosemont University hierher zu holen. Nein, wir müssen dem Feind etwas entgegensetzen. Richtig. Und wir können beides tun. Es gab einen weiteren Angriff. Das Ziel war die Rosemont University. Ein ziviles Ziel? Warum? Weil Dr. Weirs Forschungen uns sagen können, was der Feind will, wie er denkt und wie wir ihn stoppen. Wir brauchen ihn, wenn wir überleben wollen. Und Sie wissen selbst am besten, dass Überleben der erste Schritt zum Gegenschlag ist. Also gut. Holen wir ihn her. Gut. Wenn Sie soweit sind, rufen Sie die taktische Karte am Terminal auf und Ihr Team wird losgeschickt. Achten Sie darauf, dass in der Basis alles geregelt ist. Team steht, Waffen bereit, keine offenen Fragen mehr. Man weiß nie, wie lange ein Einsatz dauert. Oder ob man überhaupt zurückkehrt. Ich bin mir dessen sehr bewusst, Sir.